Nordsee. Geografisch betrachtet nur ein Randmeer des Atlantiks. Doch für Europa und seine Küstenbewohner ein Schicksalsmeer. Seit Jahrtausenden schon leben Menschen hier von der See und gegen die See. Die Landschaften rund um die Nordsee sind schon in der Antike Ziel von Eroberungen und Heimat von Märchen und Mythen. Die Römer gelangen an die Nordsee und machen sich schon bald daran, England zu erobern. Roms Macht vergeht, neue Mythen werden geboren, wie die von König Artus und der sagenhaften Burg Camelot. Im Mittelalter versetzen Wikinger die Anrainer der Nordsee in Angst und Schrecken. Als leibhaftige Riesen werden sie in den Chroniken beschrieben. Doch selbst die Wikinger fürchten sie. Die Nordsee. Die Nordsee bedeckt eine Fläche etwa so groß wie Frankreich. Das ist winzig verglichen mit den Weiten der Weltmeere. Und trotzdem ist sie ein artenreiches Biotop. Ein einzigartiges Ökosystem, mehr denn je angewiesen auf den Schutz vor der rücksichtslosen Ausbeutung durch den Menschen. Denn die Nordsee birgt Schätze. Täglich wird hier für 150 Millionen Dollar Öl gefördert. Wirtschaftlich ist die Nordsee ein Gigant. Fast ein Viertel aller weltweiten Schiffsbewegungen finden hier statt. 3 Millionen Tonnen Fisch werden jährlich aus dem Meer gezogen. Das sind 5% der weltweiten Fangmenge. Und das, obwohl die Nordsee gerade mal 0,2% der Meeresfläche ausmacht. Seefahrer aller Epochen fürchten die Nordsee. Sie ist berüchtigt, weil unberechenbar. Die See gibt, die See nimmt, sagt man hier seit alters her. Und in den Hafenstädten kannte jeder einen, der für immer auf See blieb. Niemand weiß, wie viele Wracks genau auf dem Grund der Nordsee liegen. Wahrscheinlich Zehntausende. Ich glaube, was die Nordsee zum Mythos macht, ist zum einen die Weite des Meeres, die Unberechenbarkeit der Nordsee, die ja wesentlich rauer ist als beispielsweise die Ostsee, und vor allem auch dieser jahrhundertelange Kampf des Menschen gegen die Natur. Wer die Nordsee kennt, weiß, dass innerhalb kürzester Zeit das Wetter umschwenken kann. Von schön auf Sturm, umgekehrt. Und das ist natürlich etwas, mit dem die Menschen auch erstmal lernen mussten, umzugehen. England und Schottland begrenzen die Nordsee im Westen. Nirgendwo in Europa hat dieses Meer Land und Leute stärker geprägt. Hier erstrecken sich kilometerlange Strände im Schatten eines mächtigen Kliffs. The Wash, ein Meerbusen in der Grafschaft Norfolk. Die Burg von Bamborough im Nordosten Englands. Erbaut vor 1500 Jahren als Sitz von Königen, die schon lange vergessen sind. Aufbruch in eine magische Welt. Beeindruckendes Farbenspiel, bizarre Felsen, verwunschene Schlösser, eingebettet in eine atemberaubende Küstenlandschaft. Die schottische Ostküste. Hoch im Norden des Meeres die Orkneys und die Shetland Islands. 4 Jahreszeiten an einem einzigen Tag. Das kann man auf diesen Inseln fast täglich erleben. 195 Regentage, Dauersturm und hohe See. Aber auch Landschaften von betörend karger Schönheit. Die Fjorde Norwegens. Wie ein geflutetes Hochgebirge.
Sie bilden die Ostgrenze der Nordsee, malerisch und doch unwirklich durch die langen Winter in diesen Breiten. Skagen, ganz im Norden Dänemarks. Bekannt durch Råbjerg Mile, eine riesige Wanderdüne, die sich jedes Jahr fast 10 Meter nach Westen bewegt. Schließlich die nordfriesischen Inseln vor der Küste Schleswig-Holsteins. Erdgeschichtlich betrachtet ist die Nordsee ein junges Meer. Noch vor 12.000 Jahren liegt ihr Meeresspiegel bis zu 120 Meter unter dem heutigen Niveau. Wo heute Wellen wogen, leben damals Mammute. Die Küstenlinie verläuft 600 Kilometer weiter nördlich. Große Teile des heutigen Nordseeraums sind eine Kaltsteppe, ähnlich der Tundra. Am Ende der letzten Eiszeit ziehen sich die Gletscher zurück und der Meeresspiegel steigt an. Vor 8000 Jahren wird das heutige Sylt geboren. Das Meer gibt und das Meer nimmt, wie Karten von der Insel Sylt aus 4 Jahrhunderten zeigen. Im Verlauf der Zeit verliert das Eiland immer mehr an Fläche. Unerbittlich stiehlt die See das Land. Das Wattenmeer. Von der See geborgtes Land für wenige Stunden bei Ebbe. Die Gezeitenwechsel an den Küsten werden durch die Anziehungskraft verursacht, die Sonne und vor allem der Mond auf die Ozeane ausüben. Im Verlauf von knapp 25 Stunden bilden sich zweimal Hoch- und zweimal Niedrigwasser. Komprimiert auf 10 Sekunden, die ungefähr 6 Stunden vom niedrigsten Stand bei Ebbe zum Höchststand bei Flut. Für Menschen früherer Epochen ein rätselhaftes Phänomen, vor allem wenn sie das Mittelmeer gewohnt sind, wo sich die Gezeiten nur an wenigen Orten bemerkbar auswirken. Die Küstenlandschaft der Nordsee wirkt auf sie seltsam und bedrohlich. Die älteste Beschreibung stammt von dem altrömischen Naturforscher Plinius dem Älteren. Er hat es beschrieben als eine Landschaft zwischen Meer und Land. Weder richtig Meer noch richtig Land. Und ich glaube, das hat auch die Menschen und ihre Sicht auf diese Landschaft und auf die Nordsee nachhaltig geprägt. Vor 2300 Jahren steigt der Meeresspiegel weiter an und schafft an der deutschen Nordseeküste winzige Inseln, die bis heute bewohnt sind. Die Halligen. Zeugen menschlicher Selbstbehauptung gegen die See. Die Gehöfte und Ansiedlungen stehen auf künstlichen Hügeln, damit sie bei Sturmfluten nicht im Meer versinken. Bauen zum Schutz gegen das Meer. Das hat an der Nordseeküste eine lange Tradition. Schon vor der Zeitenwende schütten die Menschen im Mündungsgebiet der Weser Erhöhungen auf, wie der römische Chronist Plinius zu berichten weiß. Ein beklagenswertes Volk bewohnt dort hohe Erdhügel, die mit den Händen nach dem Maß der höchsten Flut errichtet sind. In ihren Hütten gleichen sie Seefahrern, wenn das Wasser das sie umgebende Land bedeckt, und Schiffbrüchigen, wenn es zurückgewichen ist. Und ihre Hütten gleichen gestrandeten Schiffen. Getreidereste, Mist und Hausabfälle sind das Baumaterial für die Erhebungen zum Schutz der Häuser vor der Flut. Doch um 12 vor Christus zieht ein ganz anderer Sturm über der Nordseeküste auf. Auch das Volk der Friesen gerät in den Fokus der mächtigsten Militärmacht der damaligen Welt. Die Küsten des Mittelmeers hat sie bereits erobert. Jetzt soll die ganze Nordsee römisch werden. Tausende von Legionären marschieren nordwärts. Nachdem Rom die Länder westlich des Rheins erobert hat, schickt es Legionen auf die östliche Rheinseite. Strategisches Ziel der Operation ist die Sicherung der Gebiete bis zur Elbe.
Doch in der Elbregion erwartet die sieggewohnten Soldaten Roms ein hartnäckiger Gegner: Sümpfe. Kommandant der Truppen ist kein geringerer als der Stiefsohn des Kaisers Augustus, genannt Drusus der Ältere, ein kaiserlicher Prinz und ein erfolgverwöhnter Feldherr. Der römische Chronist Cassius Dio berichtet, Drusus habe den Fluss überschreiten wollen. Doch seine Soldaten scheitern an Schilf, Hochwasser und Morast. Der Vorstoß kommt zum Stehen. Die Forschung vermutet Nachschubprobleme. Drusus freilich hat eine spektakuläre Erklärung für sein Versagen. Die Begegnung mit einer Riesin. Eine Frau von übermenschlicher Größe, so berichtet er nach Rom, habe ihn zur Umkehr gezwungen. Unersättlicher Drusus, es ist dir nicht vom Schicksal bestimmt, dies alles hier zu sehen, soll sie gesagt haben. Ziehe von dannen, denn das Ende deines Lebens ist schon nahe. Wir vergessen oft, dass die Römer zutiefst abergläubisch sind. Sie sind besessen von Aberglauben. Sie deuten Zeichen, sie opfern Tiere, sie versuchen herauszufinden, ob sie siegen. In einer Weise, die wir heute amüsant finden. Wenn sie versagen, kommen sie immer mit abergläubischen Argumenten. Und jeder in Rom wird sagen, ja, das macht Sinn. Drusus ist aus vornehmer Familie, also muss er gut aus der Sache herauskommen. Die Götter einzubeziehen, bedeutet gutes Karma, das vergessen lässt, dass man als militärischer Führer versagt hat. Trotz seines Misserfolgs ist es Drusus gelungen, das Volk der Friesen als Verbündete zu gewinnen. In weiser Voraussicht legt er ihnen nur einen mäßigen Tribut auf. Tacitus schreibt, sie sollten für Heereszwecke Rinderhäute liefern. Weniger weitsichtig sind die römischen Beamten, die nach Drusus die Tributzahlungen verwalten. Denn obwohl die Rinder der Friesen klein sind, fordern die Römer größere Häute. Der Chronist Tacitus schreibt, anfangs lieferten die Friesen ihre Rinder, doch dann mussten sie auch ihre Frauen und Kinder als Tribut leisten. Daraufhin kommt es zur Rebellion. Als Rom Soldaten schickt, um den Tribut einzutreiben, nehmen die Friesen sie gefangen und schlagen sie ans Kreuz. Die Friesen trotzen nicht nur einem Weltreich, sie trotzen auch der Nordsee. Gott schuf das Meer, der Friese die Küste, lautet ein uraltes Sprichwort. Es hat bis heute seine Gültigkeit nicht verloren. Auch die Friesen des 21. Jahrhunderts schützen ihr Land vor dem Meer. Denn wie vor 2000 Jahren nagen die Fluten der Nordsee daran. Das wird nirgendwo so deutlich wie an der populärsten deutschen Nordseeinsel, Sylt. Ihre Karriere als erholsame Sommerfrische beginnt im 19. Jahrhundert. Heute zählt man 950.000 Gäste pro Jahr. Trotzdem sind 50% der Fläche Sylts Naturschutzgebiet. Doch Deutschlands beliebteste Insel schrumpft, wird gefressen von der See, vom Wind und Wellen. Die Hörnum Odde, der südlichste Zipfel der Insel, ist einem sogenannten Ablandungsprozess ausgesetzt. Die starken Strömungen tragen mehr und mehr Sand ab. Die Hoffnung, diesen Vorgang mit tonnenschweren Wellenbrechern aus Beton stoppen zu können, wurde enttäuscht. Die Strände im Süden werden zunehmend schmaler. Sylt verliert an Landmasse. Vor etwa 10 Jahren standen diese Häuser einen Kilometer vom Strand entfernt. Heute sind es nur noch wenige hundert Meter. Jedes Jahr verliert die Insel so rund 1 Million Kubikmeter Sand. Seit 1972 holen sich die Sylter den Sand zurück. Ein sogenanntes Spülschiff pumpt ein Sand-Wasser-Gemisch durch eine Röhre an den Strand.
Den Sand hat das Schiff etwa 8 Kilometer vor der Küste vom Meeresboden eingesammelt. Mit Baggern und Planierraupen wird das angespülte Material verteilt. Nicht weniger als 1 Million Kubikmeter pro Jahr. Aber der Sand, der heute die Rettung Sylts ermöglichen soll, brachte jahrhundertelang auch Verderben durch die gefürchteten Sandbänke. Die Nordsee ist viel unvorhersehbarer als die großen Ozeane wegen der Sandbänke. Sie sind versteckt, stellen eine Gefahr für die Navigation dar und Sand füllt die Häfen auf. Er ist immer in Bewegung. Zu Beginn der modernen hydrographischen Kartierung fahren Schiffe endlos an den Küsten entlang und zeichnen auf, wie sich diese Sandbänke bewegen. Denn wenn man nicht weiß, wo sie sich befinden, läuft man mit dem Schiff hinein. Die Nordsee ist in ewiger Bewegung. Nichts ist so, wie es gestern war. Ein Drama aus Wolken und Wellen. Es ist ihre Unberechenbarkeit, die sie zu einem gefährlichen Gegner macht. Vor mehr als 2000 Jahren tritt einer der größten Feldherren der Geschichte an, die Nordsee zu seinem Meer zu machen. Es ist einer der berühmten Momente der Geschichte. Caesars Vorstoß nach England. Mit Hunderten von Schiffen wagt er die Invasion der Insel. Er will die heimischen Stämme besiegen. England soll römisch werden. Doch dann kommt es ganz anders. Caesar versteht, dass er hier nicht weiterkommt. Denn er hat keine ausreichend große Armee. Außerdem ist sein Hauptanliegen in dieser Zeit nicht England zu erobern, sondern die Führung Roms zu übernehmen. Mit England will er Eindruck machen. Schaut her, ich bin da gewesen, habe mich mit diesen wilden Barbaren herumgeschlagen, aber dann bin ich wieder nach Hause gekommen und jetzt marschiere ich nach Rom. Aber 100 Jahre nach Caesar setzt das Römische Reich erneut eine riesige Invasionsflotte in Bewegung. Auftakt einer Materialschlacht zur endgültigen Eroberung Englands. Die Insel mit ihren reichen Zinnvorkommen und anderen Rohstoffen ist eine lohnende Beute für das Imperium. Doch die keltischen Bewohner Britanniens ergeben sich nicht kampflos. Nach Christus treffen Invasoren und Verteidiger in der Grafschaft Kent im Süden Englands aufeinander. Rom ist mit 6 Legionen angerückt. Das sind nicht weniger als 20.000 Soldaten. Die römische Armee ist eine Tötungsmaschine, die dich zerschmettert und in Stücke hackt. Griechen und Römer gehören zu den barbarischsten Völkern, die die Welt gesehen hat, weil sie so gewalttätig waren und so viele Menschen getötet haben. Und genau das geschah mit den keltischen Stämmen. Mann gegen Mann waren sie absolut in der Lage, die Römer zu besiegen. Aber Armee gegen Armee waren sie chancenlos. Die Römer können damals auf viele Jahrzehnte Erfahrung im Kampf gegen keltische Stämme zurückblicken. Hatte doch Caesar in einem jahrelangen Feldzug die Gallier auf dem Gebiet des heutigen Frankreichs unterworfen und Stärken und Schwächen ihrer Kriegsführung detailliert beschrieben. Der Schlüssel zum Erfolg der Römer gegen die keltischen Stämme besteht darin, sie auf offenes Feld zu locken, wo sie ihre überlegene Disziplin und Professionalität ausspielen können. Die keltischen Soldaten kämpfen als Individuen. Ihr Ideal ist der heroische Zweikampf. Die Römer wollen eine feindliche Armee zerstören. Das sind völlig unterschiedliche Kriegskulturen. Ein keltischer Anführer versucht, seinen eigenen Ruhm zu vermehren. Der römische General, die Schlacht zu gewinnen. Die keltischen Krieger verlieren. Doch die Eroberung der britischen Insel ist mehr als nur ein Sieg der Waffen. Es ist der Beginn einer Kulturrevolution. In der Mitte des 1. Jahrhunderts ist ein Drittel der britischen Nordseeküste römisches Herrschaftsgebiet. Zur bedeutendsten Marine- und Nachschubbasis der Römer
wird die Stadt Rutubie im Südosten der Insel. Rutubie wird zur bedeutendsten Anlaufstelle für den Schiffsverkehr zwischen England und dem Kontinent. Von hier aus kontrolliert die römische Flotte die westliche Nordsee. Archäologen haben Reste eines Triumphbogens im Herzen der Anlage gefunden. Symbol für den römischen Sieg, aber auch für die Unterjochung der einheimischen Bevölkerung. Hoch im Norden errichten die Römer den Hadrianswall als Schutz vor den wilden Stämmen der Schotten. Im Süden dagegen zieht der Roman Way of Life in die Nordseeregion ein, mit Errungenschaften, von denen die keltischen Stammeskrieger nur träumen konnten. Kopien Roms im Miniaturformat schießen aus dem Boden. Bädern, Tempeln und natürlich Arenen für die unvermeidlichen Gladiatorenkämpfe. Die Mode wird römisch, gegessen wird römisch. Römischer Lebensstil prägt alle Bereiche des Lebens. Die Römer machten jeden zum Römer. Manche sagen, das ist doch großartig, die Römer schließen alle ein. Aber es ist eigentlich das genaue Gegenteil. Die Römer lassen dich nichts anderes sein als ein Römer. Sie werden dich daran hindern, deine Sprache zu sprechen. Sie werden dich daran hindern, zu deinem Gott zu beten. Sie werden großartige Gebäude bauen, um die Herrlichkeit des Römischen Reiches zu demonstrieren. Das ist eine Waffe, eine sehr finstere Waffe und entfacht Aufstände gegen Rom, weil eben nicht jeder Römer werden will. Im Jahr 117 erreicht das Imperium Romanum seine größte territoriale Ausdehnung. Der Süden und Westen der Nordsee sind jetzt römisch. Doch bei aller Macht- und Prachtentfaltung offenbart das Imperium auch eine Schwachstelle. Ein Großteil seiner Armee besteht aus Soldaten, die in unterworfenen Gebieten rekrutiert werden. Was wir hier haben, ist eine Gesellschaft, die kein eigenes Militär hervorbringt. Sie stellt Ausländer ein, um ihre Drecksarbeit zu erledigen. Dadurch verlieren die Römer die Fähigkeit, Krieg zu führen, und das fremde Volk erkennt, dass die Römer reich und schwach sind. Schon bald wird es zu einer Option, den Römern zu dienen und sie dann später zu überfallen. Es ist sehr gefährlich, sich selbst zu entwaffnen und Ausländer einzustellen, um für dich zu kämpfen. Im 5. Jahrhundert sinkt der Stern des Römischen Reiches. Den Völkern, die von Osten und Norden seine Grenzen überfluten, hat es nichts mehr entgegenzusetzen. Auch nicht den Jüten, Angeln und Sachsen aus dem Gebiet des heutigen Schleswig-Holsteins, die sich in England niederlassen. Schon in Zeiten römischer Präsenz haben sie Raubzüge an den Küsten unternommen. Jetzt, nachdem die römischen Legionen die britische Insel verlassen haben, wollen sie Siedlungsgebiete für sich erobern. Das Tonsberger Moor, ein unscheinbarer Teich in der Gemeinde Süderbrarup östlich von Schleswig, war in römischer Kaiserzeit ein Zentralheiligtum der Angeln. Archäologen machten hier zahllose Funde, die von der Kultur und Glaubenswelt des Volkes erzählen. Die Angeln opfern ihren Göttern Kriegsbeute, auch Pferde. Typisch für die germanische Religion sind hölzerne Stelen in Menschengestalt, die im Freien aufgestellt werden. Denn, so berichtet Tacitus, die Germanen glauben, dass es der Größe der Himmel nicht würdig sei, die Götter in Wände einzuschließen. In Britannien unterwerfen die Angeln und Sachsen die einheimische Bevölkerung und lassen sich zwischen den antiken Ruinen nieder. Eine bescheidene bäuerliche Lebensweise, weit entfernt vom Niveau der römischen Zivilisation. Während die Bauwerke der Römer zerfallen, hat sich ein anderes Erbe ihrer Herrschaft als dauerhaft erwiesen. Viele Romano-Briten sind nämlich schon lange Christen. Wie der legendäre König Artus. Ein Held,
der das christliche Erbe Britanniens unerschrocken gegen die heidnischen Invasoren vom Festland verteidigt haben soll. Er residiert, so wird erzählt, auf einer prächtigen Burg mit Namen Camelot. Die Artus-Sage gehört zu den ganz großen Mythen der Nordseeregion und breitet sich im Mittelalter mit vielen Ausschmückungen über ganz Europa aus. Doch die Geschichte des legendären Königs, der um 500 gegen die Angeln und Sachsen kämpft und siegt, wird erst Ende des 9. Jahrhunderts aufgeschrieben. Immer wieder hat man nach einem historischen Vorbild geforscht. Bis heute vergebens. König Artus ist die Wunschvorstellung frühmittelalterlicher Mönche. Es gab tatsächlich Widerstandsnester von Romano-Briten gegen die einfallenden Sachsen. Aber es gibt keine überzeugenden Beweise dafür, dass ein bedeutender britischer und christlicher Anführer Großbritannien gegen die Sachsen verteidigt hat. Das ist eine Geschichte erfunden von Mönchen, die erzählt, wie das Christentum in den dunklen Jahrhunderten überlebte. Doch im Mittelalter nimmt die Sage von Artus und seinem Zauberschwert Excalibur Fahrt auf. Das Schwert, das Artus der Überlieferung nach aus einem Stein zieht. Geschickt mischen die Autoren des Mittelalters ein Heldenepos mit christlicher Mystik. Doch die historische Wahrheit ist ernüchternd. Die wenigen Christen führen damals ein Schattendasein. Denn die Angelsachsen sind um 600 die Beherrscher der Insel. Der mythische Sitz der nordischen Gottheiten heißt Asgard, benannt nach dem Göttergeschlecht der Asen. Zu ihnen zählt Thor oder Dona, der Gebieter über Donner und Sturm, den die Bewohner der Nordseeregion am meisten fürchten. Die Völker und Stämme rund um die Nordsee verehren die seltenen Götter. Dank römischer Historiker sind die kultischen Handlungen der Germanen teilweise überliefert. Zu den Opfern, denen sie die Götter gnädig stimmen, zählen auch Menschen. Die Mythologie der Germanen ist detailreich ausgeschmückt. Der einäugige Odin gilt als die höchste Gottheit. Auch um ihn ranken sich viele Geschichten. Für die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, so wird erzählt, hat er ein Auge hergegeben. Doch der Thron des Götterkönigs wackelt. 597 beginnt die Christianisierung der Angelsachsen. Papst Gregor der Große schickt 40 Mönche auf die Insel. Er rät ihnen, die heidnischen Kultstätten zu respektieren und eine Missionierung von oben zu versuchen. Sind erst die Häuptlinge Christen, so der Plan, folgt der Rest von allein. Man darf sich diese Missionare jetzt nicht als alte, bärtige Männer vorstellen. Das waren wahrscheinlich junge Hänflinge direkt von der Klosterschule, die voller Charisma waren, weil sie mit Begeisterung das Christentum predigen wollten, weil sie ja das Martyrium gesucht haben. Also diese Menschen hatten dieses Charisma, weil ihnen der Tod egal war. Sie wollten ja in Christus sterben. Und das hat natürlich diese angelsächsisch-germanischen Könige schon überzeugt, dass hier so junge Leute kommen, die sich hier aufführen wie die Berserker, nicht? Die Insel Lindisfarne, die heilige Insel vor der Küste im Nordosten Englands. 635 gründen irische Mönche hier ein Kloster. Die Strategie, mit den Königen auch ihre Untertanen zum Christentum zu bekehren, geht auf. Im spirituellen Überzeugungskrieg gegen das Heidentum wird Lindisfarne zum Zentrum der christlichen Offensive. Von ihrer Insel aus treiben die Mönche die Christianisierung Englands voran. Das Kloster entwickelt sich schon bald zu einem vielbesuchten und entsprechend reich ausgestatteten Wallfahrtsort. Denn hier liegt Cuthbert begraben, ein Mönch, der jahrelang unter großen Entbehrungen als Eremit auf einem winzigen Eiland lebte und als Heiliger verehrt wird. Lindisfarne ist das bedeutendste geistige und kulturelle Zentrum im Norden Englands
und schickt bald sogar Missionare auf den Kontinent, um dort die Germanen zu missionieren. Doch am frühen Morgen des 8. Juni 793 bricht über Lindisfarne das Unheil herein. Fremde Schiffe nähern sich der Insel. Wie aus dem Nichts tauchen sie auf. Kein christlicher Krieger würde es je wagen, ein Kloster anzugreifen. Aber die Wikinger sind keine Christen. Das war ein Selbstbedienungsladen an Schätzen wie auch ein königlicher Hof. Vielleicht sogar besser. Da gab es Reliquare, da gibt es Wein in den Weinkellern und da gab es alle möglichen interessanten Gewänder, die man sich anziehen könnte. Auch dazu gibt es schöne Quellen, wie Wikinger besoffen nach dem Weinkeller da in flatternden Messgewändern herumlaufen. Das spielte überhaupt keine Rolle, dass das ein heiliger Ort für die Christen war. Das hat die nicht interessiert. Interessant war, was hier zu holen war. Die Chronisten zeichnen Albtraumbilder fern der Wirklichkeit. Es ist der Versuch, das Auftauchen eines Phänomens zu verarbeiten, das zum Schreckgespenst des Nordseeraumes werden sollte. In der Wahrnehmung der Chronisten sind die Krieger, die das Kloster heimsuchen, keine Menschen, sondern Monster. Riesige Drachenwesen, Geschöpfe des Teufels. Später wird man sie Wikinger nennen. Niemals zuvor brach ein solches Entsetzen über Britannien herein. Die Kirche des heiligen Cuthbert ist besudelt mit dem Blut der Priester Gottes. Und all ihre Schätze wurden geraubt, schreibt Alcuin, ein englischer Gelehrter. Die Wikinger wurden zu einer Naturgewalt hochstilisiert, gleichzeitig mit Drachen in der Luft und Wirbelstürmen und was weiß ich allem. Und diese Hochstilisierung, diese Mythologisierung der Wikinger, führt dann in der Folge zu einer durchgehenden schlechten Presse, die aber mehr ist als nur eine üble Nachrede für die Wikinger, sondern die sie zu einem Angstgegner hochstilisiert, was natürlich militärisch gesehen auch ganz günstig ist, wenn man den Gegner überhöht, dann bringt man sich selbst ja in eine bessere Position, nicht wenn man verliert dauernd gegen diesen Gegner. Ne? Die Wikinger verbreiten Angst und Schrecken, vor allem an Englands Ostküste. Sie gelten als ein mordendes, brandschatzendes Kriegervolk, das die Menschen im Nordseeraum terrorisiert. Dabei ist der Name Wikinger eigentlich ein Missverständnis. Denn ein Volk der Wikinger gab es nie. In der Sprache der Nordmänner bezeichnet Wikinger einen Seekrieger auf langer Fahrt, nicht das Mitglied irgendeines Stammes. Die räuberischen Bootsbesatzungen stammen aus den östlichen Küstenregionen der Nordsee, aus Norwegen, Dänemark und Schleswig-Holstein. Sie gehören zu zahllosen Sippen, aber ihnen allen gemeinsam sind Lebensart, Kultur, Religion und die hohe Seemannskunst und ihre Schiffe, die sogenannten Drachenboote. Wohl vom 8. Jahrhundert an nutzen die Skandinavier das Rahsegel, eine Form der Takelung, die es ermöglicht, gegen den Wind zu kreuzen. Mit Tierfetten machen sie das Tuch winddicht. Bei günstiger Brise lässt sich England damit in knapp 3 Tagen erreichen. Auch beim Schiffbau erweisen sich die Nordmänner als außerordentlich geschickt. Ihre Rumpfkonstruktionen sind filigran und ausgeklügelt. Die Boote sind robust und hochseetauglich. Weil die Wikinger ihre Anführer in Booten bestatteten und mit Erdhügeln bedeckten, haben sich Reste einiger Originale erhalten. Sie beweisen den erstaunlichen technischen Standard der manchmal mit Drachenköpfen geschmückten Segler. Mit ihnen gelangen die Wikinger nach Island, Grönland und schließlich sogar nach Amerika. Ein halbes Jahrtausend vor Kolumbus. In ihrer Vorstellung ist der Atlantik kein Ozean, sondern ein Binnenmeer. Eine Fehleinschätzung mit Folgen. Wenn ich den ganzen Nordatlantik von vielleicht sogar von der kanadischen Küste oder Grönland bis Norwegen und England als Binnenmeer betrachte, dann verliert er natürlich auch seinen Schrecken. Darinnen liegen ja Inseln
Irland und Island und noch andere, die Färöer und die Shetlands und so weiter, die man so als Stepping Stones betrachten kann, um damit auch nicht aus der terrestrischen Navigation hinauszukommen, die ja ganz wichtig ist zu diesem Zeitpunkt, mangels navigatorischer Geräte, sondern er verliert seinen Schrecken. Dieser Binnenozean ist mein Meer. Den Wikingern eilt der Ruf der Unbesiegbarkeit voraus. Doch der englische König Alfred zeigt sich unbeeindruckt und verjagt sie von seinen Küsten. Man hat sie Erfinder des Blitzkrieges genannt. Beute machen und schnell verschwinden. Ihre erfolgreichste Strategie ist ein intelligentes Risikomanagement. Denn im Gegensatz zum gängigen Klischee vom Berserker im Blutrausch meiden die Wikinger gefährliche Gegner und vor allem Kämpfe, die sie verlieren könnten. Wenn es brenzlig wird, setzen sie lieber die Segel. Die Wikinger waren sehr auf Risikominimierung und Risikomanagement bedacht, was ja auch verständlich ist, wenn ich mit mehreren Schiffsladungen und ein paar hundert Mann maximal ins Frankenreich einfall mit seinen großen Armeen, dann muss ich höllisch aufpassen, dass ich nicht sofort aufgerieben werde. Haithabu ist eine sehr große Stadt am äußersten Ende des Weltmeeres. So beschreibt der arabische Chronist At-Tatushi 965 das wohl bedeutendste Handelszentrum der Wikinger. Damals zählte die Hafenstadt an der Schlei im nördlichen Schleswig-Holstein 1000 Einwohner. Hier leben Menschen, die mit der Produktion, dem Kauf und Verkauf von Gütern ihren Lebensunterhalt bestreiten. Denn die Seekrieger machen nur einen verschwindend kleinen Prozentsatz der Gesamtbevölkerung der sogenannten Wikinger aus. Heute besteht das Museumsdorf Haithabu nur aus einer Handvoll Hütten. Doch der Schein trügt. In seiner Hochzeit war Haithabu eine bedeutende Handelsmacht. Also das, was heute hier unter der grünen Wiese liegt, das ist vor 1200 Jahren eine Metropole gewesen, in der Handelsströme zusammengeflossen sind, in denen Leute gelebt haben, die gewusst haben, wie man solche Netzwerke knüpft und die natürlich auch verstanden haben, dass Haithabu zwischen Nord- und Ostsee verkehrsgeografisch, verkehrsstrategisch ganz privilegiert liegt. Das ist sozusagen das Betriebskapital, das hier umgesetzt worden ist. Und so konnte sich Haithabu zu einem Global Player entwickeln, zumindest auf einem Viertel der Nordhalbkugel, will ich mal sagen. Haithabu ist damals nicht nur ein Handelszentrum. Hier stehen auch Schiffswerften und hier können sich die Besatzungen mit Proviant versorgen. Etwa mit Stock- und Klippfisch, luftgetrocknetem und gesalzenem Kabeljau. Denn der ist haltbar. Bereits vor 1200 Jahren wird in Haithabu mit dem konservierten Fisch gehandelt. Das haben Archäologen inzwischen herausgefunden. Bis zu 2000 Touristen besuchen täglich die Wikinger-Metropole zwischen Nord- und Ostsee. Haithabu ist eine Sehenswürdigkeit, ein Museumsbetrieb, aber auch ein Zentrum der Wikingerforschung, in dem Fundstücke erfasst, analysiert und restauriert werden. Die Archäologen finden Indizien für Handelsgüter aus dem hohen Norden, aus dem Mittelmeerraum, ebenso wie aus dem Mittleren und Fernen Osten. Fränkisches Glas, chinesische Seide oder Quecksilber aus Spanien wurden ebenso vermarktet wie orientalische Gewürze oder Sklaven. Die monumentale Wallanlage des Dannewerks verbindet Haithabu mit weiteren Handelszentren auf dem Weg zur Nordsee. Plötzlich sind es die Wikinger, die ihren Reichtum gegen Überfälle schützen wollen. Das scheint nicht zum Bild der hörnerbehelmten Drachenkrieger zu passen. Sicherlich sind das wilde Krieger gewesen, die gewusst haben, wie Strategie und Taktik funktioniert. Die wussten, ihre Waffen zu führen. Aber an einem Ort wie Haithabu, an dem wir sind, können wir lernen, dass dieser Mythos nur ein Teil der Wahrheit ist. Hier leben
risikobereite Händler, die ziemlich genau wissen, wie die Märkte am Schwarzen Meer funktionieren und genauso wie die, die Verhältnisse der Rohstofflieferung am Nordkap sind. Also ich denke, es sind zwei Komponenten, die man zusammentun kann, wobei immer die kriegerische natürlich ein bisschen mehr Feuer hat als die, die sich mit dem Handelsgeschehen beschäftigt. Jahrhundertelang verbreiten sie Angst und Schrecken. In der Wahrnehmung ihrer Welt sind sie überlebensgroße Ausgeburten der Hölle. Doch hinter dem Mythos verbergen sich Kriegerkaufleute mit klugen Strategien und guter PR. Und Hörnerhelme trugen sie übrigens nie. So wie für die Wikinger ist die Nordsee zu allen Zeiten Fluch und Segen für die Menschen an ihren Küsten gewesen. Zugleich Chance und Bedrohung. Ein Meer, das Geschichte geschrieben hat. Das Meer war immer buchstäblich im Blut der Menschen an der Nordsee. Und das ist rund um die Nordsee so. Auch im 21. Jahrhundert bietet die See immer noch Chancen. Und wir setzen diese Tradition fort, wie auch immer wir uns in den kommenden Jahren entscheiden. Über 80 Millionen Menschen leben heute an den Ufern der Nordsee. Dazu kommen jährlich Millionen Touristen. Und jeder Gast verbringt seine Zeit mit ihr auf ganz unterschiedliche Weise. Vielfalt ist eine ihrer herausragenden Eigenschaften. Beispielsweise South End on Sea, ein riesiger Rummelplatz und als Highlight der längste Pier der Welt. Er erstreckt sich über 2 Kilometer in die Themse-Mündung. Eine spektakuläre Konstruktion, erbaut vor 130 Jahren, die es ermöglicht, dass auch große Schiffe bei Ebbe anlegen können. Weiter nördlich eine Symphonie aus Segeln. Sommerimpressionen von der Mündung des Flusses Ault in die Nordsee. Heutzutage ein Eldorado für Segler. Die Wikinger machten sie zu ihrem Meer. Doch in ihrer 10.000-jährigen Geschichte sind auch sie nur eine Episode. Die Nordsee sah den Untergang von Städten. Weltmächte zerbrachen an ihr. Anderen half sie, die Welt zu erobern. Die Nordsee schrieb und wird auch in Zukunft Geschichte schreiben. Sie bleibt unberechenbar, wechselhaft und mitunter tödlich. Eine gefährliche Schönheit, die immer aufs Neue fasziniert.